Wir, der Landkreis Hof, laden Sie ein zum Tag des offenen Denkmals. Wir wollen Ihnen nach dem großen Erfolg im vergangenen Jahr auch in diesem Jahr die Möglichkeit geben, besondere Objekte, gebäudliche Schätze unserer Heimat zu erleben. Diesmal online. In dem Zusammenhang möchten wir ganz herzlich danken all den Eigentümerinnen und Eigentümern, die in den vergangenen Jahren sehr viel Kraft, Geld, aber auch Zeit investiert haben, um ihr Objekt in einem besonderen Glanz erstrahlen zu lassen und den Charme ihres Objektes herauszuarbeiten. Und vielleicht kann auch der ein oder andere von Ihnen eine Anregung für sein Objekt mit nach Hause nehmen. Wir wünschen Ihnen nun viel Spaß beim Entdecken. Herzlich willkommen im Münchberger Fachwerk Heisler, dem ältesten Gebäude der Stadt Münchberg und zugleich auch einem Haus, das eine wahnsinnig spannende Geschichte hat. Gebaut worden ist es am Anfang des 18. Jahrhunderts, aber es steht auf einer unglaublich wichtigen Stelle, denn genau hier, wo wir uns heute befinden, da ist auch der Ursprung der Stadt Münchberg zu sehen. Die Besiedlung der gesamten Region hat erst relativ spät angefangen, um das Jahr 1000. Und genau diese frühe Siedlungsstruktur, die kann man auch bis heute überall bei uns im Hoferland noch sehen. Bis heute haben sich auch manche Gebäude erhalten, die sich tatsächlich auf diese relativ frühe Besiedlung zurückführen lassen, wie beispielsweise die ehemalige Mühle in Reau. Die frühesten Strukturen bei der alten Mühle in Reau, die gehen tatsächlich bis aufs Mittelalter zurück, wobei wir leider nicht genau sagen können, wann das Gebäude errichtet worden ist. In der Kindheit des heutigen Eigentümers war die Mühle das Zentrum des gesellschaftlichen Lebens, so wie es im Übrigen überall bei uns im Hoferland gewesen ist. Wirtschaft und Handwerk waren damals eigentlich die beiden treibenden Kräfte, die das Leben der Menschen sehr, sehr stark bestimmt haben. Später ist die Mühle dann aufgestockt worden und heute insbesondere innen drin sehenswert, denn da haben sich einige Preziosen und Kleinode erhalten. Wenn man sich über die Identität des Hofer Landes unterhält, dann muss man natürlich nicht allein sich auf Wirtschaft und Handwerk konzentrieren, sondern sich auch einmal um die Landwirtschaft kümmern, das sogenannte bäuerliche Leben. Immerhin ist es die Grundlage unserer aller Existenz. Schon um das Jahr 1300 wurde in Tiefengrün ein kleiner Bauernhof errichtet, der später zu einem monumentalen Vierseithof ausgebaut worden ist, den es im Übrigen bis heute gibt. 1855 hat das Areal die Familie Bunsmann übernommen, die es innerhalb der nächsten Jahrhunderte zu einem Schmuckstück der bäuerlichen Kultur hergerichtet hat. Insbesondere die Textilindustrie war damals nach dem Dreißigjährigen Krieg eigentlich der treibende Faktor im Hoferland. Schon im 18. Jahrhundert haben sich gigantische sogenannte Verlegernetzwerke etabliert. Verleger waren Menschen, die sich darum gekümmert haben, die Baumwolle aus den entfernteren Regionen zu importieren, sie hier oben an die Hausweber zu verteilen und am Ende eben die fertigen Produkte in alle Welt zu exportieren. Hof, Münchberg und Helmbrechts waren damals die Zentren dieses sogenannten Verlagsgeschäftes, wobei man in Helmbrechts bis heute auch noch die alten Villen erkennen kann, die sich diese einstmals mächtigen Verleger haben hinbauen lassen. Die Villa Weiß beispielsweise von der gleichnamigen, später gegründeten Firma CF Weiß und auch die Villa Petroff vom ehemaligen Textilverleger August Petroff sind bis heute ganz fantastische Objekte, anhand derer man sehen kann, wie wichtig und vor allem auch wie elementar für die gesamte weitere Entwicklung die alte Industriekultur des Hoferlandes ist. Umso froher bin ich darüber, dass es Menschen gibt, die sich auch um diese nicht ganz so einfach zu sanierenden Denkmäler gekümmert haben. Wenn Sie sich ein solch altes Haus wie unser Münchberger Fachwerk Heisler anschauen und im Hinterkopf behalten, dass es seit mittlerweile über 300 Jahren allen möglichen Katastrophen trotzt, dann ist das so ziemlich das nachhaltigste Bauen, was man überhaupt haben kann. Denn anstatt immer wieder neue Rohstoffe zu verpulvern, werden hier historische Rohstoffe wiederverwendet und am Ende damit auch ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil der regionalen Kultur aufrechterhalten. Für den Moment aber wünsche ich Ihnen erst einmal eine gute Zeit und hoffe natürlich, dieser kleine Parforce-Ritt durch die Geschichte unserer Region hat Ihnen ein bisschen Spaß gemacht. Servus und Ade!